So, ich habe mich sehr gefreut, dass wir heute nochmal draußen sein können. Ich liebe es einfach, diese Atmosphäre hier im Garten zu sein. Drin ist auch schön. Also ich liebe das ganze Jahr ja auch drin, aber jetzt hier draußen sein ist, glaube ich, auch ein wunderschöner Aspekt so unseres Gemeindelebens, ne? So fröhlich und locker und lebendig und so. Und das nehmen wir damit rein, okay? Wenn wir nächsten Sonntag da drin sind, ich hoffe nicht, dass wir eine stocksteife alte Gemeinde sind, wo die keiner wiedererkennen soll. Wir bleiben mit dieser gleichen Intensität und Freude auch da drin, okay? Versprochen? Sehr gut. Okay, ich möchte euch mit dieser Predigt Mut machen, und zwar Mut machen auch in unserer Jesus-Nachfolge. Weil gerade da brauchen wir auch Mut. Es geht nicht nur um Mut beim Schulanfang oder Mut, wenn etwas Neues anfängt, sondern wenn wir Jesus nachfolgen, werden wir gleich hören, und das werdet ihr was eigentlich aus eigener Erfahrung wissen, ist es nicht immer einfach, sondern man hat Gegenwind und man hat Dinge, wo man echt Mut brauchen. Mut brauche ich nicht, wenn man mir sagt, schmier dir mal ein Butterbrot. Da brauche ich keinen Mut. Aber wenn man mir sagt, schmier dir ein Butterbrot auf einem 2 Meter hohen Seil, dann brauche ich Mut, um das zu machen, oder? Also es sind schon Dinge, die vielleicht gleich sind und doch nicht ganz gleich sind. Man kennt es vom Fußballspiel, wenn zum Beispiel kurz vor Ende der ersten Halbzeit die gegnerische Mannschaft ein Tor schießt, so im denkbar ungünstigsten Augenblick, dann merkst du, was die andere Mannschaft manchmal auf einen Schlag wie gelähmt ist. Da hängen die Schultern und eigentlich ist es rational nicht nachvollziehbar. Du sagst, es ist doch nur ein Tor und ihr habt noch eine ganze Halbzeit Zeit, das auch wieder aufzuholen, und ihr denkt, jetzt ist es vorbei. Das war's. Die Mannschaft, wenn der Mut der Mannschaft einbricht, dann ist das Spiel kaum mehr zu retten. Sie sind entmutigt und man erkennt sie kaum wieder. Und ich glaube, dass das bei uns im Leben relativ häufig genauso ist. Und das eigentliche Problem ist meistens nicht die reale Not, die da ist, oder die reale Schwierigkeit, die wirklich da ist, sondern das eigentliche Problem ist, was das mit meinem Denken macht. Ob ich sage, das zieht mich jetzt aber echt runter. Oder ob ich sage, hey, sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Ich glaube, das ist der Knackpunkt. Wir als Älteste, wir lesen jeden Donnerstag ein Kapitel in der Bibel, und wir sind immer noch im Buch Nehemia im Alten Testament, also im ersten Teil der Bibel. Und dort wird unter anderem berichtet, dass die Stadt Jerusalem von den Babyloniern zerstört worden ist, alles liegt brach, die ganzen Bewohner, viele Bewohner sind in die Gefangenschaft, ins Exil geführt worden. Und ein paar Jahrzehnte später kommt ein Mann namens Nehemia zurück aus der Gefangenschaft nach Jerusalem. Er sieht diese Zerstörung und er denkt, hier muss sich was ändern. Das kann doch nicht sein, dass meine Stadt zerstört ist. Die Mauern liegen brach, das geht überhaupt nicht. Und er fängt an, das Volk zu ermutigen, sagt, kommt zusammen, wir bauen die Stadt wieder auf. Und sobald er das tut, passiert etwas Interessantes. Auf einmal kommen aus dem Nichts Hinz und Kunz herbei, von denen vorher überhaupt nicht die Rede war. Sie kommen aus ihrem Versteck und sie sagen, was will denn dieser Nehemia hier? Wir sind doch zufrieden mit dieser Situation, wie es da ist. Was meint er eigentlich, wer da ist? Und andere lästern, ach, die Mauern, die ihr aufbauen wollt, die sind so mickrig, da braucht nur ein Fuchs dagegen springen, dann fallen die wieder ein. Und das sind ähnliche Situationen, die wir manchmal kennen. Man nimmt sich was vor, man geht einen Glaubensschritt und dann kommen innere Gedanken in uns selber, oder es können auch Menschen sein, die uns solche Gedanken auch zusprechen und diese Gedanken sagen, das bringt doch eh nichts. Du hast es schon mal versucht, bist gescheitert. Wer glaubst denn du, wer du bist? Was glaubst du, was Gott über dich denkt? Das sind Gedanken der Entmutigung. Das ist doch lächerlich, was du hier vorhast. Und ich glaube, dass in jeder Lebenssituation, in der wir stehen, so ein Kampf tobt zwischen Glaube und Zuversicht auf der einen Seite und Entmutigung auf der anderen Seite. Besonders in unserer Jesus-Nachfolge, ganz besonders, wenn wir auch einen Dienst für Gott tun. Und das Interessante bei dieser Nehemia-Geschichte ist, dass all die Leute, die in den Trümmern hausen, nichts ändern wollen. Und die nichts ändern wollen, die kriegen auch keinen Widerstand. Die leben ganz bequem. Widerstand bekommt nur Nehemia, als er kommt und sagt, ich gebe mich nicht damit zufrieden, dass es jetzt so ist, wie es ist, dass alles kaputt ist. Ich will, dass die Mauer wieder aufgebaut wird. Und auf einmal kommen von allen Seiten Gedanken, Worte der Entmutigung, als hätte sich alles darauf verschworen, diesen kleinen Funken der Hoffnung
niederzutreten, zu ersticken. Und das kennen wir auch. Ich habe das letzte Woche in einem Gespräch gemerkt von jemandem, der sich hat letzte Woche bei der Taufe dabei gewesen sind. Wir kommen aus einem Gottesdienst, sind total ermutigt. Wir sind bereit, unsere Talente einzubringen, wie wir letzten Sonntag in der Predigt hatten, ne, von Uli Neuenhausen. Wir wollen uns taufen lassen oder wir wollen unsere Prioritäten im Alltag wieder neu ordnen, damit Gott wirklich die erste Stelle in unserem Platz, in unserem Leben hat. Und auf einmal kommt ein Gedanke in meinen Kopf, es ist doch lächerlich. Wer bist du denn? Oder es kommt eine E-Mail, die uns runterzieht oder irgendeine andere Nachricht. Irgendwas und man spürt Widerstand. Und dann ist die Frage, auf welche Stimme will ich hören? Auf die Stimme, die sagt, sei mutig. Bleib dran, versuch es, bleib nicht stehen oder bleib nicht liegen. Oder auf die Stimme, die sagt, was meinst du eigentlich, wer du bist? Versuch's gar nicht erst. Das ist doch lächerlich. Du mit deinen kleinen Talentchen, was kannst du schon bewirken? Das schaffst du nicht. Das geht sowieso wieder schief. Und wenn wir dieser Stimme glauben, dann geht es uns wie dieser Fußballmannschaft, die dann bei diesem einen Gegentor die Köpfe hängen lässt und sagt, dieses Spiel ist nicht mehr zu retten. Es ist ein geistlicher Kampf, der in uns stattfindet. Und wenn Gott uns ermutigen will, sei mutig und stark, dann will ich das heute auch machen. Es gibt jede Menge Gründe zur Entmutigung, oder? Du brauchst nur morgens aufwachen und sagen, hey, es gibt tausend Sachen, die mich ermutigen können. Guckst dir die Nachrichten an, guckst aus dem Fenster, denkst du, ah ja, heute geht's gerade so. Aber es gibt tausend Sachen, die uns entmutigen können. Aber es gibt auch in jeder Situation genügend Gründe zur Ermutigung. Ganz besonders, wenn man Gott an seiner Seite hat. Dann gibt es immer Gründe zur Ermutigung. Jesus zum Beispiel sagt in Johannes 14, Vers 27, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, den die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Lasst euch nicht entmutigen, so sagt Jesus. Auch Paulus schreibt an den entmutigten Gemeindegründer Timotheus einen Ermutigungsbrief und sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, zu dem wir angetreten sind. Kämpfe den. Und dieser Glaubenskampf, hat nichts mit Religionskrieg zu tun, sondern dieser Glaubenskampf, der findet eigentlich innerlich statt. Hier drin. Kämpfe. Ich kämpfe nicht gegen Menschen. Oder ich kann auch manchmal nicht gegen Umstände kämpfen, weil man die manchmal eh nicht ändern kann. Aber der Kampf ist, gegen diese Macht der Entmutigung anzukämpfen, aufzustehen, zu sagen, nein, bis hierher und nicht weiter. Ich lasse mich von diesen entmutigenden Worten oder Gedanken nicht zur Strecke bringen. Ich lasse mir diese Stimmen nicht mehr einreden. Und ich will uns mal heute drei Gründe nennen, es gibt bestimmt tausend, die uns sehr bekannt vorkommen, warum wir uns entmutigen lassen, warum wir stehen bleiben oder aufgeben oder warum wir liegen bleiben. Und vielleicht erkennt ihr euch da wieder und am Ende sage ich, seid mutig und stark, okay? Könnt ihr euch schon drauf freuen. Der erste Grund, man sieht noch gar nichts. Es ist viel zu klein. Es ist mickrig. Ich habe was angefangen, aber es ist noch so mini klein. Jesus sagt in Matthäus 13, dieses Himmelreichsgleichnis vom Senfkorn. Er sagt, das Himmelreich fängt ganz, ganz klein an. Und mickrig und unscheinbar. Und das kann uns ermutigen. Jesus sagt, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in einen Acker säte. Seht ihr das Senfkorn? Ich kann es auch nicht sehen, es ist so klein. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Dieses Senfkorn ist wirklich ein mini, mini kleines Samenkorn. In der Bibel steht, glaube ich, das ist das kleinste Samenkorn von allen. Ich weiß nicht, ob es auch noch kleinere gibt. Und Jesus sagt, schaut euch doch mal dieses Senfkorn an. Ist das beeindruckend? Überhaupt nicht. Ist irgendjemand glücklich, dass er so ein Samenkorn, so ein Senfkörnchen hat? Auch nicht. Es ist überhaupt nicht beeindruckend. Aber was wir nicht sehen, ist das Potenzial, was in diesem Senfkorn drinsteckt. Diese Kraft, die Jesus da schon drin sieht. Und das sieht Gott schon. Gott sieht das Potenzial. Gott sieht die Kraft, die in diesem kleinen Samen drin sind. Wir sehen was ganz Kleines. Aber Gott sieht die ganze Kraft und das ganze Potenzial, was in diesem Samenkorn steckt. Und Jesus sagt, das Reich Gottes, das Himmelreich ist wie so ein kleines Samenkorn. Alles beginnt sehr klein. Aber lass dich nicht entmutigen. Es wird wachsen. Lass dich nicht entmutigen.
Wir haben heute 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt und niemand kann sich diese Masse von Menschen überhaupt vorstellen. Aber es fing ganz klein an mit Adam und Eva. Und heute, und dann Gott sagt zu Adam, und in dir steckt das Potenzial für 8 Milliarden. Unfassbar, oder? Heute gibt es Millionen von Christen, von hingegebenen Nachfolgern von Jesus auf dieser Welt. Aber es fing mit 12 an. Mit 12 entmutigten Männern, die sich verkrochen haben, die sich verschlossen haben hinter Türen. Und Jesus hat gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und der wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein, hier in Jerusalem und dann in die ganze Welt. Es fing so klein und unscheinbar an. Und was ist draus geworden? Das Reich Gottes wächst. Es wächst, es wächst. Alles fängt klein an. Und das Problem, das wir sehen, ist, wir sehen nur das Kleine, das Unscheinbare, das Vergängliche, dieses überhaupt nicht Beeindruckende. Aber Gott sieht das Potenzial, was da drin steckt. Alles fängt klein an. Das Haus, in dem du wohnst, war zuerst nur ein Gedanke im Kopf eines Architekten. Und dann wurde es mal irgendeine Zeichnung und dann wurde es ein Haus. Es fing ganz klein an. Oder zwei Menschen laufen durch den Wald und der eine fragt, was siehst denn du? Ich sehe Bäume, ganz normal. Was siehst du? Na, ich sehe Tische. Ich sehe Stühle. Ich sehe Schränke. Ich sehe hier ein tolles Haus. Also er sieht nicht nur das kleine Bäumchen, was da ist, oder die großen Bäume, sondern sieht, was da draus werden kann. Und was sehe ich? Ich sehe mein kleines Leben. Ich sehe meine Probleme. Ich sehe meine Herausforderungen. Ich sehe meine kleine Zellgruppe, die nicht wächst. Ich sehe meine kleine Kraft. Das ist das, was ich sehe. Aber weißt du, was Gott sieht? Gott sieht das Potenzial, was da drin steckt, weil er mit dabei ist. Gott sieht das Potenzial, Gott sieht heute schon, was daraus werden kann, wenn du dich nicht entmutigen lässt, wenn du diesen guten Kampf des Glaubens kämpfst. Lass dich durch nichts in deinem Glauben entmutigen. Es wird wachsen. Gott kommt zu seinem Ziel. Genau wie Jesus mit dem Senfkorn. Alle sahen nur dieses kleine Senfkorn, aber Jesus sah da schon diesen großen Baum und dass da die Vögel drin nisten werden. Das ganze Potenzial, die ganze Kraft liegt in diesem kleinen Senfkorn. Anderes Beispiel. Gott sagt zu Abraham, ich will dich segnen. Deine Nachkommen werden unzählbar sein wie der Sand am Meer und unzählbar wie die Sterne am Himmel. Und was passierte dann? Durch ein Wunder bekamen Abraham und Sarah ein Kind. Ein Kind. Wenn ich kritisch gewesen wäre, hätte ich gesagt, Abraham, du redest von Kindern wie Sand am Meer und wie Sterne am Himmel. Und hier ist ein Kind, der Isaak. Was soll das denn werden? Das soll mein Volk werden, wenn du wenigstens 50 Kinder hättest. Aber eins, der Sohn Isaak hat sich immerhin schon mal verdoppelt. Der hatte zwei Kinder, Jakob und Esau. Und jetzt denke ich wieder, okay, Stern am Himmel, Sand am Meer, alles, was ich sehe, ist Opa Abraham und der Papa Isaak und zwei Kinder, Jakob und Esau. Da ist noch gar nichts. Seit der Verheißung sind 80, 90 Jahre vergangen. Ich sehe kein Volk. Ich sehe 4. Alle anderen Nachbarn haben viel, viel mehr Kinder. Aber Jakob hat schon 12 und das wird dann werden die Stammväter des ganzen Volkes Israel. Aber es fing alles bei einem Mann an, bei Abraham. Und unser Problem ist, wenn wir diesen einen Mann sehen, wenn wir nur dieses kleine Samenkorn sehen, alles fängt wirklich klein an. Aber es hat in sich schon die Kraft, etwas Großes zu werden. Wir sehen das mit unseren natürlichen Augen und beurteilen das danach. Aber wenn wir, unsere Herausforderung ist, das geistig zu sehen, nicht aufzugeben, mit geistlichen Augen darauf zu schauen, dran zu bleiben. Und dann sehen wir, was passiert. Aber wenn wir das vergessen, werden wir frustriert und geben auf und bleiben liegen. Das ist so der erste Grund. Es fängt klein an und manchmal ist es mickrig. Und deswegen sage ich, sei mutig und stark. Lass dich nicht entmutigen. Der zweite Grund, der uns auch sehr häufig begegnet, ist, wenn es schwer wird. Wenn es härter wird, als man dachte. Gib nicht auf. Die Bibel ist voll von Ermutigung für Zeiten, wo es schwer wird. Und ich glaube, alles, was Bedeutung hat, alles, was Kraft hat, wird mit Schmerzen geboren. Stell dir eine junge Frau vor, die sagt, mein Mann und ich, wir wollen Kinder. Und was meint sie damit, wenn sie sagt, wir würden gern Kinder haben? Sie meint das süße Baby, das die Mama anlächelt. Sie meint tolle Fotos von Mama und Papa und Bambino.
und tolle Instagram-Posts, wo man sagt, wow, alle sagen, was für ein süßes Baby hast du? Das ist, was sie meint, wenn sie sagt, ich möchte Kinder haben. Und was sie bekommt, ist einen dicken Bauch und sich übergeben müssen und das monatelang und es ist alles schlimm und alles schwer. Das bekommt sie. Sie denkt, ich will nur ein kleines, süßes Baby haben. Und was sie bekommt, sind Schmerzen. Aber wenn das Baby da ist, Lini, ist das so? Wenn das Baby da ist, dann ist alles vergessen, oder? Es ist herrlich, oder? Ich kann das ja nicht nur so von der Seite her betreuen. Oder wenn Leute ihre Geschichten mit Gott erzählen und sagen, das habe ich erlebt mit Gott. Er ist wunderbar, er ist großartig. Dann sage ich, das will ich auch. Und wenn sie dann aber sagen, was der Weg dahin war, durch welche Tiefen das ging und welche Schmerzen sie dabei haben, dann sage ich, das will ich nicht. Ich will das Ergebnis haben, aber nicht den Weg dahin. Aber so ist es im Reich Gottes, im Glauben. Alles, was Bedeutung hat, wird durch Schmerzen geboren. Es geht durch Tiefen hindurch. Es gibt kein neues Leben ohne Geburt und ohne Schmerzen. Und Hebräer, im Hebräerbrief gibt es da eine wunderbare Ermutigung. Hebräer 10, 35 bis 36, könnt ihr euch ja notieren. Gebt euren Glaubensmut nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit, Durchhaltevermögen. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er zugesagt hat. Das sagt Hebräer. Gebt euren Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Gott möchte, dass wir standhaft sind, wenn es schwer wird. Wenn es leicht wäre, könnte es ja jeder. Aber wenn es schwer wird, kann es nicht jeder. Aber wir bleiben dran. Schwierigkeiten, es fängt klein an, es gibt Schwierigkeiten und unterwegs muss ich einfach weitermachen. Es wird in der Apostelgeschichte 14 von einem der schwersten Tage von dem Apostel Paulus berichtet. Eines Tages ist er in der Stadt Lystra und predigt dort wie überall das Evangelium. Die Leute hören ihm zu und es ist eigentlich eine gute Atmosphäre. Und dann kommen Leute aus Antiochia und aus anderen Städten, wo er vorher war. Sie kommen nach Lystra und wiegeln das Volk auf und sagen, das ist ein schlechter Mann und der lasst euch da nichts einreden und so weiter. Und sie wiegeln das Volk so sehr auf, dass sie am Ende bereit sind, Steine zu nehmen und Paulus zu steinigen. Und jeder nimmt einen Stein und wirft ihn auf Paulus. Und Paulus liegt am Boden und sie nehmen noch mehr Steine und sie steinigen ihn, bis er tot war. Und dann gehen die Leute weg, weil sie überzeugt waren, jetzt haben wir es. Und dann kommen die Glaubensgeschwister, umringen Paulus. Sie waren auch überzeugt, dass er tot war. Vielleicht haben sie für ihn gebetet. Ich weiß nicht, ob es ein Wunder war, dass Paulus wieder aufstehen konnte oder ob er auf übernatürliche Weise wieder zu sich kam. Ich weiß es nicht. Paulus steht auf. Und nebenbei, wenn du mal innerlich tot bist, brauchst du Menschen, die für dich beten, damit du wieder aufstehen kannst. Und dafür gibt es Gemeinde, dafür gibt es Zellgruppen, dafür gibt es Hauskreise. Wenn ich nicht mehr kann, beten andere für mich. Und was macht Paulus, nachdem er wieder aufsteht? Er steht auf, er schüttelt den Staub aus seinen Klamotten und er geht wieder in die Stadt Lystra zurück und macht das, was er vorher gemacht hat. Er predigt weiter das Evangelium. Was mich daran mächtig beeindruckt ist, Paulus hatte deutlich mehr Probleme als ich. Er war gerade gesteinigt worden. Die Leute in der Stadt waren böse. Er wird wie durch ein Wunder wieder auferweckt oder er überlebt wie durch ein Wunder. Er schüttelt den Staub ab und geht einfach weiter. Er geht wieder dorthin. Und ich hätte gesagt, Paulus, geh nicht dorthin. Die Leute sind böse. Geh weg. Aber Paulus steht auf, schüttelt den Staub ab und macht einfach weiter. Und das möchte ich euch sagen. Mir und dir. Du hast Probleme, du hast vielleicht Ablehnung, du hast vielleicht Leute, die nicht nett zu dir sind und es funktioniert nicht so, wie du denkst. Weißt du was? Bete, steh auf, schüttel den Staub aus den Klamotten und mach weiter. Mach einfach weiter, weil der Feind Gottes, der denkt, jetzt bist du am Boden, jetzt habe ich dich dort, wo ich hinhaben will und du bleibst am Boden und dann wirst du weglaufen. Aber Gott sagt, steh auf, schüttle den Staub aus deinen Klamotten und mach weiter. Steh auf, schüttle den Staub aus deinen Klamotten und mach weiter.
wann auch immer es uns niederhaut, irgendjemand wird für uns beten. Und wir werden wieder aufstehen können, den Staub abschütteln und einfach weitermachen. Was ist so ein Staub? Was könnte das sein? Staub kann Ablehnung sein aus der Familie. Staub kann Rassismus sein, wenn gerade auch ihr Geschwister aus anderen Ländern hierher kommt. Das kann sein, dass ihr totale Ablehnung erfahrt. Schüttle den Staub ab. Steh auf, schüttle den Staub ab und mach einfach weiter. Bleib für Jesus unterwegs. Wenn du nicht weitermachst, hat der Feind gewonnen. Steh auf, schüttle den Staub und mach weiter. Es kann eine zerbrochene Beziehung sein. Es können ganz andere Herausforderungen sein. Und alles, was der Feind will, ist, dass du am Boden bleibst und dort liegen bleibst. Aber Gott sagt, steh auf, sei mutig und stark, schüttle den Staub aus den Klamotten und mach weiter. Geh weiter. Wisst ihr, was das Geheimnis von Überwindern ist? Die stehen einmal öfter auf, als sie hingefallen sind. Einmal öfter, als sie gefallen sind. Das sind Überwinder. Wer liegen bleibt, hat noch die Chance, wieder aufzustehen, sagen wir so rum. Wenn du Kinder hast, und ich habe ja 3 davon, und ich habe jetzt auch Enkel, ach, wie schön. Wenn du Kinder hast, kannst du dich bestimmt noch daran erinnern, wie sie angefangen haben zu laufen. Das Kind fängt an zu laufen, oder stellt sich hin, vielleicht nur das. Und was macht's? Wisst ihr das gar nicht mehr? Es fällt ihnen ganz genau. Johnny weiß es sogar. Aber wahrscheinlich von sich, genau. Genau. Es fällt wieder hin. Und was hast du gemacht als Mama und als Papa? Hast du gesagt, ey, du Versager, guck mal, wie ich laufen kann. Steh auf, mach es, lauf. Und es fällt wieder hin und du sagst, hey, wie dumm kann man denn sein? Fällst du schon wieder hin? Das macht doch keiner, oder? Ich weiß nicht, wie oft so ein Kind hinfällt. 1000 Mal? 10.000 Mal? Und was mache ich als Papa? Ich sage, hey, steh auf. Mach weiter. Steh auf, du schaffst es. Und dann schaffen sie es das erste Mal von Stühlchen zu Stühlchen. Und du denkst, wow, du Held, du hast es geschafft. Was für ein Hammer. Darüber freut man sich, oder? Und weißt du, was der Heilige Geist macht? Genau das Gleiche. Was Mama und Papa machen. Du fällst hin, der Teufel sagt, du bist ein Loser. Du bleibst auf dem Boden und der Heilige Geist sagt, komm, steh auf, mach weiter, mach einfach weiter, lauf weiter. Ein Kind fällt ja hin, weil es keine Muskeln hat. Das hat ja nur Speck. Später haben wir Muskeln und Speck, haben sie nur Speck. Es kann gar nicht stehen, weil es gar keine Muskeln hat. Und das Verrückte ist ja, und da liegt ja irgendwie das Geheimnis drin, jedes Mal, wenn ein Kind hinfällt und wieder aufsteht, baut es Muskeln auf. Aha, das heißt, das, was die eigentliche Niederlage war, ich bin hingefallen, das ist der Grund, warum ich später überhaupt laufen kann. Ist das nicht herrlich? Jedes Mal, wenn es aufsteht, baut es Muskeln auf. Und irgendwann bleibt es stehen und kann laufen. Wir als Nachfolger von Jesus gewinnen nicht immer. Auch wenn wir hinfallen und wieder aufstehen, dann gewinnen wir immer. Oder ein anderer Austrag sagt, wir sind keine Loser, sondern Learner. Oder wir fallen immer nach vorne. Wenn wir aufstehen, haben wir nicht verloren, dann haben wir immer gewonnen. Und das Geheimnis ist, sei nicht entmutigt, wenn es so klein anfängt, wie beim Samenkorn. Sei nicht entmutigt, wenn es schwer wird, sondern steh wieder auf. Schüttel den Staub ab. Und mach weiter. Jede große Gemeinde war mal klein. Jedes Baby war mal nur ein kleiner Samen. Jedes Volk war mal Mama und Papa. Jede Kirche war mal, unsere Kirche war nun mal nur 12 Leute damals in Jerusalem. Aber wenn du sehen kannst, was Gott in dich hinein investiert hat und was er darin schon für ein Potenzial sieht, dann gehst du einfach weiter. Es ist egal, was passiert. Und ich glaube, das ist für uns heute eine Botschaft, die vielleicht ein oder andere hören muss, zu sagen, hey, ich schüttel den Staub aus meinen Klamotten, ich stehe wieder auf, ich lasse mich nicht entmutigen, ich bleibe nicht liegen, ich lasse mich nicht entmutigen, ich stehe auf und ich mache weiter. Und das ist der Unterschied zu Menschen, die nur einen Traum haben und bei der ersten Schwierigkeit aufgeben, oder Menschen, die einen Traum haben und aufstehen und den am Ende erfüllen. Das ist ein Riesenunterschied, sie gehen weiter. Der dritte Grund, warum wir uns entmutigen lassen oder aufgeben, ist, wenn es zu teuer wird, wenn es einen großen Preis kostet. Guter Kaffee kostet Geld. Und wenn jemand Kaffee liebt,
dann sagt er, das Geld ist gewährt, Hauptsache einen guten Kaffee, oder? Das macht man doch. Oder wenn man ein gutes Steak haben will, dann lässt man sich keins hinterherwerfen, sondern dann spart man und sagt, das ist es wert. Und das bezahle ich auch dafür. Und geistlich ist das auch so. Wir bezahlen einen Preis, aber wir bezahlen ihn mit Freude, weil wir wissen, das, was wir bekommen, ist viel besser als das, was wir einsetzen, was wir geben. Manchmal, wenn wir zu religiös unterwegs sind, dann sprechen wir nur über den Preis und sagen, ach, meine Jesus-Nachfolge, ja, wir müssen unser Kreuz auf uns nehmen und das ist ja schwer und die Welt ist böse und der Boden ist hart und es ist alles schlimm uns herum. Jesus nachzufolgen kostet einen großen Preis, aber im Himmel wird es mal besser werden. Das ist religiös. Auch nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, das, was wir bekommen von Jesus, ist viel besser und viel mehr, auch jetzt schon, als das, was ich bezahle. Manchmal sollten wir mehr über das reden, was ich bekomme, was ich durch Jesus bin und habe, als durch das, was ich einsetze. Manchmal erzählen Leute von ihrem alten Leben, wo sie noch ohne Jesus unterwegs waren und dann strahlen sie so mit den Augen, ja, ohne Gott, da hatten wir Sex, Drogen, Rock'n'Roll und das war so ein richtig schreckliches Leben und das habe ich dann aufgegeben mit Jesus und jetzt lebe ich mit ihm und dann mache ich das alles nicht mehr. Und du denkst, hä? Wieso hast du es aufgegeben? Das schien ja so cool zu sein. So, ne? Aber wenn man das nicht deutlich sagt, was habe ich durch Christus gewonnen? Deswegen sage ich immer, die Taufen sind die fröhlichsten Beerdigungen, die es gibt. Weil das, was ich beerdige, ist schlecht. Das war mein altes Leben ohne Gott. Und das, was ich bekomme, ist viel besser als das, als was ich aufgegeben habe, das, was ich beerdige. Lass uns über das reden, was wir bekommen durch Christus. Wir haben einen Gott, der uns unendlich liebt. Wir haben einen Gott, der treu ist. Wir haben einen Heiligen Geist, der bei uns ist. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Wir haben Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Wir haben die Gerechtigkeit von Jesus geschenkt bekommen. Wir haben Versorgung, wir haben Gnade, wir haben Vergebung. Wir haben Liebe bekommen, wir haben ein neues Leben bekommen, wir haben ewiges Leben bekommen. Wir sind unkaputtbar, weil der, der in uns lebt, stärker ist als der, der in der Welt ist. Wir haben doch viel mehr gewonnen, als wir weggegeben haben, oder? Wir lassen uns nicht entmutigen, wenn die Nachfolge einen Preis kostet. Wir gehen weiter. Es ist nicht alles einfach, aber ich werde gewinnen, weil mich nichts von Gottes Liebe trennen kann. Jesus hat zu mir gesagt, ich werde dich nicht verlassen noch versäumen. Ich werde bei dir sein. Ich bin dein guter Hirte. Ich bin bei dir, ich bin in dir, ich bin mit dir. Er ist der König, er liebt mich, er wird mich nie alleine lassen. Er ist der Sieger. Was immer am Bösen passiert, Gott kann Gutes daraus machen. Und wenn Leute das hören, das ist eine Frage, wenn Leute mich reden hören, wie ich über meinen Glauben, über Jesus, über Gott spreche, ist es ein Wohlgeruch oder ist es eher entmutigend? Sagt man, das Leben mit Jesus ist so schwer, dann sagt mein Nachbar, ich habe genug Probleme, das brauche ich nicht auch noch. Aber wenn ich sage, ja, das Leben ist schwer, aber ich habe jemanden, der an meiner Seite ist. Ich habe das schon tausendmal erlebt, wie er mich wieder aufgehoben hat, wie er mich durchgetragen hat. Und Paulus sagt, weder Krankheit noch Not noch irgendetwas anderes kann uns trennen von der Liebe Gottes, die uns geschenkt ist in Jesus Christus. Welches Bild von Gott vermittle ich, wenn Leute nur hören, was ich sage? Das ist eine Frage. Und ich hoffe, dass sie ein Geschmäckle kriegen und sagen, ich habe die gleichen Probleme wie du, aber du hast jemanden, der an deiner Seite ist. Das hätte ich auch gern. Lasst euch nicht entmutigen, wenn es schwer wird, sondern bleibt dran. Das sind so die drei Punkte, die ich euch heute mitgeben wollte. Es kann sein, dass Dinge in deinem Leben sehr, sehr klein sind und du sagst, ich erkenne noch gar nicht, wie das vorangeht. Vertrau auf Jesus. Wenn er das in dein Herz gelegt hat, wird es wachsen. Es wird weitergehen. Bleib nicht liegen. Es kann sein, dass Dinge zu schwer werden oder du denkst, diese Schmerzen möchte ich eigentlich gar nicht haben. Bleib dran. Steh auf, schüttel den Staub aus deinen Klamotten und mach weiter. Oder es kann sein, dass du sagst, der Preis ist es wert. Ich werde Jesus nachfolgen. Dann achte auch ein bisschen auf deine Worte. Was du anderen Menschen sagst, wo du sagst, ja, mein Leben ist nicht einfach, aber ich habe jemanden, der mich durchträgt.
Da ist jemand, der mich festhält. Er ist der gute Hirte, der mir selbst einen Tisch deckt im Angesicht meiner Feinde, der mich durch dunkle Tal tröstet und durchträgt und der mich auf saftige und grüne Wiesen trägt. Ist das nicht schön? Diesem Jesus folge ich. Kommt ihr mit? Amen. 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 Lasst uns zusammen beten. Ja. Vater im Himmel, wir danken dir für dieses wunderbare Wissen auch, das wir aus deinem Wort haben und das wir aus dem Vorbild von vielen Menschen haben, dass es sich lohnt, dir zu folgen. Danke für diese Ermutigung aus deinem Wort, wo du vom Senfkorn sprichst oder ja, wo wir einfach sehen können, wie kleines gewachsen ist und wie Mut sich ausgezahlt hat und wie das Vertrauen auf dich niemals umsonst ist. Und dass du sagst, wenn wir unser Vertrauen nicht wegwerfen, sondern dann wird es eine große Belohnung haben. Danke für dieses Vorbild. Und jetzt bete ich aber für jeden, der in so einer Krise drinsteckt, ob die Stimmen in seinem Inneren so negativ sind, dass man sagt, wer bin ich schon? Oder wenn von außen Kritik kommt oder etwas kommt, wo man sagt, da bin ich total entmutigt dadurch, Herr, ich bete, dass wir das sehen dürfen als Geschwister und für die Person beten. Und gleichzeitig bete, dass du jedem diesen Mut gibst. Ich stehe wieder auf, ich schüttle den Staub aus meinen Klamotten und ich mache weiter das, was Gott in mein Herz gelegt hat. Oh Jesus, so wie wir auch vor unseren Schulanfängern vorhin gebetet haben, bete ich auch für jeden, der auf diesem Weg mit dir unterwegs ist und wo du uns immer wieder auch vor Herausforderungen stellst, damit unser Glaube wächst, Herr. Wir wollen Muskeln bekommen, wir wollen nicht bei jedem Wind umfallen, sondern wir wollen stark und stabil werden. Von daher, wo wir von dir lernen, was es heißt, dir treu zu sein, dir nachzufolgen, dir zu vertrauen und unsere Muskeln werden wachsen und wir werden Überwinder sein. Durch deine Kraft. Deswegen bete ich, Herr, um die Fülle deines Heiligen Geistes, um die Kraft, die von dir kommt. Im Namen Jesu. Amen.